Sie werden sicherlich schon mitbekommen haben, dass wir uns seit ein paar Wochen mit einem neuen Projekt beschäftigen. Ein Projekt, das uns eigentlich schon seit mehreren Jahren beschäftigt. In dieser Woche wird es einen Tag geben, an dem wir all das, was wir uns in den letzten 6 Jahren hart erarbeitet haben, auf den Tisch legen werden. Wir werden uns an den Roulette-Tisch setzen, das Risiko natürlich sehr im Auge behalten, aber trotzdem werden wir im Sinne des Ahrtals all in spielen. All in beinhaltet immer ein gewisses Risiko, aber das Risiko gehen wir ein. Ich habe hier all in gespielt. Mit meinem letzten Cent. Und jetzt diese Naturkatastrophe. Ich habe ja vor mehreren Monaten, als ich mit der Arvinothek so ein bisschen angefangen habe, schon gesagt, dass ich sie visuell fertig vor mir sehe. Und ich habe damals gesagt, dass das eine richtig geile Arvinothek wird. Jetzt, ein paar Monate später, wird das, was ich mir visuell vorgestellt habe, so langsam immer deutlicher sichtbar. Und ich kann mich nur wiederholen, das wird hier eine richtig geile Arvinothek. Ich zeige Ihnen mal so ein bisschen die Terrasse, wie das aussieht, wenn hier Leute sitzen. Ich denke mal, hier ist alles dafür getan, um sich wohlfühlen zu können. Könnte kritisch werden. Also, das Hochwasser steigt jetzt minütlich und ich bin mir sicher, wir können uns darauf einstellen, dass wir hier komplett untergehen werden. Ich kann nur hoffen, dass das nicht zu katastrophal enden wird. Fakt ist, die Kellerräume sind trotz der Sandsäcke nicht zu retten. Hier sind schon ganz alte, vermorschte, 10 Meter hohe Bäume eingeknickt. Mit einem tösenden Lärm und ich bin mir sicher, dass hier bald die ersten zerschmetterten Wohnwagen vorbeischwimmen werden. Drücken Sie uns hier an der A fest die Daumen, dass es hier einigermaßen glimpflich ausgehen wird. Passen Sie gut auf sich auf. Jo, ich würde mal sagen, Katastrophe. So. Kleiner Lagebericht. Man muss es so nehmen, wie es kommt. Ich stehe bis zum Geschlechtsteil im Wasser. Ich habe jetzt nochmal versucht, alles Mögliche zu fixieren. Ein großes Fuderfass, wert, keine Ahnung, 500 Euro. Sind schon weggeschwommen, haben Sie ja gesehen. Und jetzt Daumen drücken. Tschüss. So, letzter Lagebericht aus Marienthal. Hier ist Land unter, die Feuerwehr hat Strom abgestellt. Die A wird in 20 Minuten die Straße überfluten, dann ist das Ahrtal im Grunde genommen abgesperrt. Ich werde jetzt mich selbst evakuieren und ich kann nur beten, dass es nicht zu katastrophal werden wird. Drücken Sie mir, wenn Sie wollen, gerne die Daumen. Passen Sie gut auf sich auf. Also Leute, ihr habt keinen blassen Schimmer, was hier im Ahrtal passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da unten renoviere ich seit einem halben Jahr. Rechts daneben das Kleinod. Das ist zur Hälfte weg. Die Familie sitzt auf dem Dach und wartet auf Hilfe. Und hier tut sich, ich sag jetzt mal hubschraubermäßig, gar nichts. Und da frage ich mich, warum ist das so?
Also ich kann froh sein, dass unser Haus noch einigermaßen steht. Ich weiß nicht, ob die Statik das noch aushält, aber zumindest stehen die Mauern noch. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Was ist hier in der Nacht passiert? Unvorstellbar. Das lässt sich in den nächsten Jahren nicht reparieren. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Wir haben das Haus letztes Jahr im Oktober, also vor einem guten halben Jahr erst gekauft. Mit unserem letzten Euro. Und ich habe das gesamte letzte halbe Jahr mit meinem letzten Euro alles schön gemacht. Und ich wollte in 2 Wochen hier eine Arvinothek eröffnen. Ich habe hier all in gespielt. Mit meinem letzten Cent. Und jetzt diese Naturkatastrophe. Ich werde jetzt mal einen Schritt reingehen. Wie gesagt, ich bin gerade erst hier gelandet. Es ist unfassbar. Ich zittere am ganzen Körper. Es ist unfassbar. 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 Hier ist jede Möglichkeit der Hilfe, der Wiederinstandsetzung auf Wochen unmöglich. Unmöglich. Das Wasser stand bis zum Fenster der ersten Etage. Das heißt, wenn man den A-Wasserspiegel nimmt, hatte das Wasser mindestens 7 Meter Höhe. Also ich kann wirklich nur froh sein, dass ich, bevor es losging, noch die Flucht ergriffen habe. Was müssen die Leute, die hier auf dem Dach gesessen haben, in der Nacht für Todesängste ausgestanden haben? Und an diejenigen, die über viel Kapital verfügen, davon gibt es in Deutschland sehr, sehr viele, die im Grunde genommen nicht wissen, wohin mit ihrem vielen Geld. Ich bitte Sie nur, spenden Sie, tun Sie etwas Gutes. Also gestern war ja der Tag des Schockzustands und jetzt sind wir in der Lage, das zu realisieren, und ich hatte auch jetzt die Ruhe, um auch mal Tränen zu vergießen. Das ist... Also da müssen vom Staat Milliarden fließen. Denken Sie nicht nur an die EU-Mitgliedstaaten, die leiden, wo man hunderte von Milliarden hinschickt. Hier sind hunderte Milliarden nötig, um diese Infrastruktur wiederherzustellen. Herzlich willkommen im Garten der Arvinothek. Ich lasse Sie mit den visuellen Eindrücken mal alleine. Und ich sehe die Zerstörung nicht negativ. Ich schaue tatsächlich positiv in die Zukunft. Wenn auch vielleicht nicht für mich, aber für meine nachkommende Generation, für meine Familie, die das hier in Zukunft als ihr eigen nennen dürfen.